I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hear the bell ring, ding dong. Got a snake bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 aus der KFL. Heute habe ich mir mal die Update-Version vom Deutz D80 geschnappt. In der ersten Version war ja noch die Reifengröße vom Hinterreifen und vom Vorderreifen, also der Radius hat nicht gepasst. Ich hatte das Modell schon mal überarbeitet in Anführungszeichen, ich mache grundsätzlich ja nur Fahrverhalten. Und ich muss wieder dazu sagen, das ist jetzt kein Rumgenige oder ich will den Mod schlecht reden. Da gehen Grüße raus an den KamUS. Der Mod ist sehr gut, mir geht es nur ums Fahrverhalten. Denn der Deutz D80 wurde mit einem Gewicht von 3700 Kilogramm Leergewicht produziert und mit reinem Frontantrieb. Jetzt fahren wir hier mal gegen und sehen, dass der Junge Allrad hat. Und das schauen wir uns gleich in der XML an und beheben das. Mehr machen wir an dem Fahrzeug gar nicht, nur dass er halt so real wie möglich ist. Bis gleich in der XML. So, da sind wir auch schon zurück. Ich mache es diesmal extra so, dass ihr komplett mitmachen könnt. Also hier Mod entpacken und so. Ich hoffe, es ist alles nicht zu schnell. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Also hier stellt man das Gewicht ein. Aktuell wiegt der Trecker 1,5 Tonnen. Ich habe ihn nah ans Original rangebracht, weil wir haben auch noch das Reifengewicht. Hier leider nicht haben. Auch nicht schlecht. Aber da die Reifen aus dem Spiel direkt lädt, also aus diesem Data-Ordner, mag das trotzdem noch gehen. Da lassen wir das mal so. Weil ansonsten hättest du für den Hinterreifen 300 Kilo, für den Vorderreifen 150 Kilo. Das ist zu viel Spielerei. 3700 Kilo hat das Viech gewogen an sich. Und jetzt haben wir auch noch zwei Reifenkonfigurationen. Also davon lasse ich die Finger. Man könnte Gewicht dazu tragen, dann kann man es oben wieder reduzieren. Lassen wir jetzt erstmal. Er lädt es da aus der XML. Das passt soweit. So, und dann suchen wir uns den nächsten Punkt. Ein bisschen scrollen. Genau. Da haben wir hier die Differentials. Differentials, wie auch immer man das jetzt ausspricht. Und hier haben wir eine Mischung aus dem Vorderradantrieb und dem Hinterradantrieb. Könnt ihr einfach mal das hier entfernen. Dann schauen wir die Zeile komplett raus. So. Und jetzt habt ihr nur noch den Hinterradantrieb. Das passt auch normalerweise soweit. Brake Force kann auf 2 bleiben. Geschwindigkeiten haben auch gepasst, Umdrehungen haben auch gepasst, schon in der ersten Version. Wie gesagt, ich will den Mod nicht schlecht reden. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nur einmal umgestellt für mich auf Originalantrieb, Originalgewicht. Je höher ihr das Gewicht schraubt, desto mehr müsst ihr auch mit der Brake Force aufpassen. Aber die passt soweit. Das sieht alles ganz gut aus. Und mehr mache ich an dem Fahrzeug auch nicht. Wie gesagt, Grüße gehen da raus an den Urmodder, Spitzenmodell. Für jeden Tipp, auch die LS Oldtimer Modelle sehr gut gemacht. Wie gesagt, die haben aber auch alle, warum auch immer, Allrad, obwohl sie nicht dafür konzipiert wurden oder damals nicht so gebaut wurden. Ja, dann haben wir schon 2-3 Änderungen gemacht. Das soll es gewesen sein. Letztendlich müsst ihr den Mod jetzt wieder zusammenpacken und los geht's. Kleiner Tipp von mir noch, wenn ihr irgendwas rauslöscht oder irgendwo dran rumhantiert, macht eine neue Browserzeile auf und schiebt die XML dort rein. Wenn ihr die XML aufmacht ohne Probleme, ist er fehlerfrei in Anführungszeichen, zumindest was Zeilen angeht, macht ihr die XML nicht auf, dann habt ihr irgendwo ein Problem oder irgendwas zu viel gelöscht. Ja, von mir soll es das schon wieder gewesen sein. Damit hat der Deutz D80 nur noch Heckantrieb und das originale Gewicht. Ich bin erstmal raus, euer Hellraiser.